Der Versuch war natürlich weitestgehend sinnlos, das zu probieren, dabei dreien durchzukommen. Trotzdem die Möglichkeit für Klose. Tor! Fehler der Belgier. Und die Führung für Deutschland. Die Belgier, die hatten sich nicht mehr in die andere Hälfte getraut, sondern schon von den Deutschen festgespielt worden. Powerplay-artig. Der Ball eigentlich schon gewonnen. Dann Fellaini mit dem schwachen Ball. Schweinsteiger geht dazwischen. Auf Van Beuten. Klasse gespielt von Müller. Klar kein Abseits, weil Van Beuten da zu tief stand. Da haben sie sich selbst das Leben schwer gemacht. Vor allem ausgelöst durch den Ball. Zurückgespielt von Fellaini in den Strafraum hinein, nachdem sie den Ball eigentlich schon gewonnen hatten. Und das ist die Geistesgegenwärtigkeit von Thomas Müller, aber auch von Miroslav Klose, dem man das nur gönnen kann nach dieser starken WM, auch in der EM-Qualifikation wieder schon so erfolgreich zu sein.